Kornblumenwald. So freuen sich die Sportlerinnen und Sportler auf das Vorbringen. Die Großabteilung des Vereins befindet die Handballer. Als Landesleistungsstiftung gehört die Handballabteilung mit ihren 13 Spielmitgliedern weiblichen Mannschaften zur Leistungsspitze in Mecklenburg-Vorpommern. So, und hier der Tischweg und der Rampenbogen jetzt wieder durch die Straße zu schleppen, das wäre zu kompliziert. Das ist zu aufwendig, nein? Ihr macht das aber trotzdem symbolisch. Herzlich willkommen, der Rampenbogenverein. Aus den anfänglich 30 Gründungsmitgliedern sind seit 1993 ca. 100 geworden. Der Herbert hat einige Teams, die den Verein auf den verschiedensten Drachenboot-Veranstaltungen in und Ausland vertreten. Direkt am Stadtgraben gelegen hat der Verein sowohl Wasserverbindung zum Schweriner See als auch über den Heimsee zum Siegerinnen- und Außensee. 850 Jahre Schwerin, hier gefeiert vom Drachenboot-Verein. Sportverein Mecklenburgisches Staatstheater e.V. präsentiert sich hier von seinen Abteilungen Segeln, Angeln und Kanu. Der Verein wurde 1955 gegründet als DSG für Staatstheater und besteht somit 55 Jahre. Dann sehen wir Adam Kekwango-Schwerin e.V., eine kleine Abteilung, die sich hier in die Festungszukunft eingereiht hat. Bekannte Gesichter dabei, die sich das für Kekwango-Schwerin gehört, verleiht man sich ordentlich. Der Verein Rang steht koreanisch für Erwachsene. Erwachsen werden, jetzt wird sie noch korrigiert, also zum Kämpfer heranreisen. Und das ist der einzige Tekwondo-Verein in Schwerin, der besteht seit 2009 und ist hervorgegangen aus der ersten privaten Tekwondo-Schule in Mecklenburg-Vorpommern. Ja, ich habe es nicht glauben wollen, als ich mich vorbereitet habe auf den Festumzug, weil es gibt einen ersten Schweriner Skisportverein. Konkret gesagt, Schweriner Ski- und Snowboardverein 2003 e.V. gegründet und seit 2003 vom Sportbegleiter für Skisport. Und was machen Sie? Da gehen Sie bereit, da gehen Sie die Langlauf, Radeln und Skitik und natürlich auch Snowboard. Der DRK Landesverband, der ganze Schwimmel-Snowboardboot, gehört ebenso zur Präsentation der Landesverband dazu. 1863 wurde das Rote Kreuz Mecklenburg Schwerin gegründet und gehört heute zu den ältesten DNA-Organisationen und Organisationen der Welt. Und einmal war die Bilderwahl für das 400-Ehrenamtliche Helden, die hier in Schwerin und Rechtsregierung
Vorstand, dass Sie auch eine kleine Fahrzeugkamera mitbringen. Und in diesem Fall die Kurve für Feuerwehrfahrzeuge. Und wenn Sie sich die Entwicklung einmal anschauen, dann diese hervorragende Feuerwehr-Ohrenreine, die da gehen, den 50, den 4 der Raketen aus, den Abzeichen der Schiffen zum Gewerbeträume der Luftfahrzeug, dann zeigt sich doch, wie er sagt, auf die Entwicklung hier vorangegangen ist. Dieses Fahrzeug ist auf dem Landesfeuerwehrmuseum. Das Landesfeuerwehrmuseum kennt ihr jetzt auch hier in Schwerin, an einem anderen Fernsehturm. Das war es für Schwerin. Eine gesagte Rede. Hier auf dem Traktor sehen wir den Schenkikor, der den erfüllte. Wir haben es gut, alle anderen Kapellen mussten laufen. Der Schenkikor kann alle nur fahren. Herzlich willkommen, die Schule der Kultur. Eine Sympathie ist lustig, eine Sympathie ist schön. Ja, da hat man manche Leute, andere wenig.